Shannu, willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Heute haben wir mal wieder etwas anderes und zwar kein einfaches Dokkan Event. Nein, auch keine News. Nein, heute haben wir mal wieder eine Top-Liste, weil ich die schon wieder ewig nicht gemacht habe, aber ich wollte sie auf jeden Fall öfter auf dem Kanal bringen, wie ihr vielleicht wisst. Und zwar habe ich mir heute mal etwas anderes ausgedacht, was es wahrscheinlich trotzdem schon irgendwo gab. Nichtsdestotrotz habe ich mir überlegt, machen wir heute mal die Top 5 der Vegito-Karten, die es so in Dokkan Battle gibt. Die Top 5 aller Vegito-Karten. Meiner Meinung nach, also das ist meine Liste natürlich, ist recht akkurat. Ich nehme an, dass die Karten auch so sind, aber die Reihenfolge variiert je nach Person wahrscheinlich. Also meine Reihenfolge ist diese, die ihr heute sehen werdet. Ich habe jetzt mit einer Karte angefangen, bei der das wohl ein vielleicht recht unspektakuläres Thema ist, weil es hier recht klar ist, welche Karten in der Liste sind und wie sie angeordnet sind für die meisten. Aber für viele Anfänger vielleicht auch nicht. Dementsprechend, hey, daran muss man auch denken. Ich möchte das mit verschiedenen Karten, beziehungsweise mit verschiedenen Charakteren machen, diese Serie. Und zwar unter anderem die Top-Goku-Karten, die Top-Vegeta-Karten, das ist auch noch recht langweilig. Vielleicht auch die Top-Tenshinhan-Karten, das könnten wir tun. Es gibt ja inzwischen einen LR-Tenshinhan, also gibt es auch welche, die in diese Liste gehören. Da gibt es auf jeden Fall eine Menge Auswahl, aber anfangen wollte ich mit meinem All-Time-Favorite, und zwar Vegeto, die Top 5 Vegeto-Karten. Und die präsentiere ich euch jetzt in meiner persönlichen Reihenfolge, wie ich finde, dass sie angeordnet sind. Und ich erkläre euch natürlich auch, warum ich finde, dass sie so angeordnet sind. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein mit meinem persönlichen Platz Nummer 5. Und das ist der Oldschool AGL Super Vegeto. Er hat es nur auf die Liste geschafft, was ich tatsächlich anfangs nicht geglaubt habe. Aber man muss sagen, von den Vegetos, die wir zur Auswahl haben, ist das der Beste der Schlechtesten. Nein, der Schlechteste der Besten, so rum. Hat es also noch auf der Liste verdient zu sein. Er gehört zu der alten Gottlieder-Kategorie, sage ich jetzt mal, und hat den Niederskill AGL Ki plus 3, HP Attack und Defense plus 70%. Damals war das eine extrem nice Sache und auch übertrieben OP, weil wir hatten 3 Ki und wir hatten 70% auf die Werte, wenn wir sie in einer Farbe gekeept haben. Das Team, das war krank. Das war damals wirklich eine kranke Meta, meiner Meinung nach. Er war mit einer der ersten Chars, die auch immens Damage bekommen haben. Das war allgemein so, die Gottlieder-Chars, die hatten endlich mal immensen Damage. Davor gab es, glaube ich, 2. Hatte außerdem einen Boost für alle Allies, die nach ihm angreifen, was auch ziemlich nice ist. Und seine Passive war damals legendär und revolutionär vor allem. Er war der erste seiner Art, der das konnte. Damage received from attacks bei 80% halt, bei normal attacks auch nur. Das ist übrigens nicht, was ich meine, sondern counter with tremendous power. Das ist einfach eine Sache, die bis heute immer noch ziemlich beliebt ist und die er quasi geprägt hat. Er reduziert nicht nur Damage um 80%, solange es normale Attacken sind, nein, er kontert auch noch. Jede Attacke, die er abbekommt, macht so gut wie kein Damage und wird mit doppelter Stärke zurückgekontert. Was leider nicht bei Ultis funktioniert, was aber auch dumm ist, weil in dieser Passive steht nirgendwo, dass er das nicht bei Ultis kann. Also, naja, da steht zwar Damage Received from Normal Attacks bei 80%, also dass er Ultis nicht tankt, ist klar, aber da steht nicht, dass er sie nicht kontern kann. Naja, meiner Meinung nach ungenau, sollten wir auf jeden Fall 10 Stones für bekommen, aber das ist eine ziemlich OP Karte gewesen und ist auch jetzt noch ziemlich useful. Sein Link-Set war auch damals schon ziemlich überpowered, nicht überpowered, auf jeden Fall ziemlich brauchbar. Er hatte Super Saiyan, Athlete Prepare for Battle, Power Bestow bei Gott, ist auch ein ganz okayer Link. Fused Fighter ist eh eine Top-Sache, Shocking Speed, alles Top-Links, die wir hier haben, wirklich eine Top-Karte. Bis zum heutigen Tag, meiner Meinung nach, schalte daran fest, eine Karte, die man haben sollte, spätestens wenn man ein AGL-Team benutzt. Weil dieser Dude ist verdammt nützlich. Kann mir auch keiner was anderes erzählen, das wird sich nie ändern. Der Grund also, warum er in der Liste ist, ist, glaube ich, noch recht selbsterklärend. Er konnte damals schon, so wie heute, glänzen, indem er halt einfach nice getankt hat, auch wenn es normale Attacks nur waren, und mit doppelter Power quasi zurückgeschlagen hat. Das ist auch heute noch mega useful. Ich glaube, wenn es einen Char gibt, der sich am meisten selbst erklärt, dann ist es wahrscheinlich er hier, weil... Naja, er steckt gut ein und macht viel Damage. Bam, da habt ihr eure Erklärung. Auf Platz Nummer 4 haben wir quasi das Äquivalent zu diesem Vegeto, beziehungsweise die upgradete Version zum AGL, zu der AGL-Version, von der AGL-Version. Der physische Super Vegeto, Limitless Radiance. Haben die das gehört, dass sich das ziemlich verändert, aber seine Passive ist noch an die alte angelehnt und verbessert worden. Wir werden sehen, was ich damit meine. Und zwar die Leader Skill Ability beträgt folgendes: Majibu Saga Kategorie Ki plus 3, HP und Defense 170%, Attack 130%. Wir sehen schon, es wurde ein riesiger Sprung gemacht zwischen 70% und 170%. Also das schon mal angemerkt, sein Leader-Skill ist auf jeden Fall brauchbarer als der von Vegeto inzwischen, da er eine Kategorie boostet. Seine Ulti macht immensen Damage und raced weiterhin die Attack um 30%, das haben sie übernommen, das ist ganz schön. Und die Passive, der wirklich relevante Faktor für uns, der sich geändert hat. Der Damage würde jetzt nur noch um 50% reduziert,
auch wieder nur normaler Text, also man denkt sich erstmal, was hat die Kacke, es ist weniger. Ja, tatsächlich nur um die Hälfte, reduziert nicht um 80%, weiterhin nur normaler Text. Kontert immer noch mit Tremendous Power, aber seine Neuerung ist ein Additional Attack Boost von 10% mit jeder Attacke, die er abkriegt. Wir haben ja ein Prinzip, also wir haben ja das Vegeto-Prinzip genommen und es stark verbessert. Ja, haben zwar jetzt den schlechteren Tank, aber dafür wird er auch stärker mit jeder Attacke, die er einsteckt. Und einstecken kann er immer noch, auch wenn es jetzt nicht so krank klingt wie, also 80%. Er kann auch mit 50% noch sehr gut einstecken, müsst ihr wissen. Nur, dass jetzt noch der nice Bonusfaktor dazu ist, dass er neben den schönen Konter-Damage, den er macht, der immer noch enorm ist, nun auch noch selbst ziemlich gut Damage machen kann, weil er sich halt bis zu 100% steigern kann. Und seien wir mal ehrlich, das passiert eh. Wir kommen auf diese 100%, weil wen schicken wir wohl vor, wenn wir was haben, was wir einstecken wollen? Vegeto, weil er halt die Damage Reduce Ability hat. Seine Links sind weiterhin noch ziemlich stabil. Prepare for Battle ist dabei, Fused Fighter, Power Stop bei God. Leider ist Shocking Speed verloren gegangen, würde ich sagen. Nicht Super Saiyan. Leider ist Shocking Speed verloren gegangen, aber trotzdem Link tatsächlich immer noch top in den meisten Teams. Allgemein schon Fused Fighter ist was Tolles und Prepare for Battle, das beides zusammen. Müssen wir nicht überreden. Heißt der ganz einfach der Grund, warum er auf Platz 4 ist. Er ist Nummer 5, nur in ordentlich besser. Ja, jetzt keine Sorge, auf Platz 3 kommen wir zu einer Karte, die ein neues System hat, die eine neue Fähigkeit hat. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass er wie die Karten ist, nur besser. Nein, Platz 3 hat nämlich seine eigenen Abilities und die sehen folgendermaßen aus. Der gute Platz 3, den holt sich nämlich der LR Vegeto, den wir jetzt seit knapp einem halben Jahr, glaube ich, schon haben. Und meiner Meinung nach auch ziemlich verdient. Und wie ihr sehen könnt, ich habe es erwähnt, es sind nicht nur Super Vegetos, nein, es sind alle Vegetos, deswegen ist jetzt Blue dabei. Das kann auch nicht, dachte, vielleicht mal wieder sein. Sein Leader-Skill beträgt Superclass, Ki plus 3, HP, Attack und Defense plus 70%. Das wäre zu der damaligen Vegetometer zum Beispiel ziemlich schlitt gewesen. Inzwischen ist es eher durchschnittlich bis naja. Aber hey, angemerkt, er ist Free-to-Play, also möchte ich das auch ein bisschen einfließen lassen. Er hat zwei Ultis, die erste Race, die Attack und Defense, und das geht bis ins Unendliche. Kaioken-Mechanik möchte ich hier ganz, ganz klar anmerken, er kann sich schon endlich steigern, wenn der Kampf lang genug dauert. Und seine zweite Ulti, Great Erase, nur die Attack für einen Turn. Das ist also quasi die erste Ulti, nur in besser, aber nicht in unendlich. Das funktioniert nur einmal. Trotzdem nice. Die Passive. Attack und Defense plus 80%. Klingt ganz nicht langweilig, ist aber ziemlich gut, lass mich erklären. Des Weiteren einen Ki-Boost bis zu 10, je nachdem wie wenig Leben ihr habt. Heißt, je weniger Leben ihr habt, desto mehr Ki kriegt ihr und maximal habt ihr halt 10. Und wo fange ich jetzt hier an? Einerseits hat er, wie ihr sehen könnt, LR-Stats, was schon mal bedeutet, dass ein Attack- und Defense-Boost von 80% eine Menge bedeutet. Er ist auch Free of Rainbow Star zu bringen, heißt, wir gehen mal davon aus, er ist Rainbow Star. Dann haben wir hier eine 20.000er Attack quasi und eine 13.000er Defense. Und die jetzt plus 80%, damit kommt ihr in einem Neo Super Saiyan 4 Goku-Team einfach mal schon auf knapp 80.000 bis 90.000er Defense. Mit einer guten Rotation und auch die Attack lässt auf jeden Fall nicht zu wünschen übrig. Heißt, mit dem Boost konnte er sich schon mal ordentlich beweisen und auch sein Damage kommt weit über 1 Million. Damit ist er schon mal den beiden Vegetos hier überlegen. Obwohl die beiden können kontern, damit können sie auch eine Menge Damage wieder rausholen, aber allgemein schon mal vom Super Attack Damage, den wir so haben, übertrifft er die beiden bei Weitem. So, aber jetzt ist die Sache, was macht ihn denn noch so toll nebenbei? Erstens, LRs haben es nicht immer leicht, Ki zu bekommen. Er jedoch hat aufgrund seiner Passive so gut wie immer eine Ulti garantiert. Es ist eher schwer, auf die erste Ulti zu kommen, wenn man dieses Greatly Raised Attack umgehen will, sondern es ist eher schwerer, auf die Kaioken-Mechanik zu kommen, heißt die erste Ulti auszuführen, weil ihr halt echt immer eine Menge Ki habt. Heißt, wir haben hier einen LR mit einer Kaioken-Mechanik, der sich, wenn er möchte, unendlich steigern kann, unendliches Potenzial, der aber auch gut einstecken kann und auch normal Damage machen kann, wenn er die zweite Ulti nimmt, auf die er recht einfach kommt, weil er eine Ki-Passive hat noch. Und mit einem Link-Setto von Andrek Charles nur träumen können. Super Saiyan, Prepare for Battle, Warrior Gods, Power Bestowed by God, Fused Fighter, Shattering Limit, Legendary Power. Am wichtigsten sind hier natürlich auch wieder Fused Fighter und Prepare for Battle. Meiner Meinung nach mit Top-Links, benutze ich in vielen Teams, sind einfach wundervoll. Aber auch Shattering the Limit und Legendary Power lassen nicht zu wünschen übrig. Obwohl Legendary Power sollte man vielleicht mal upgraden von 5000 Boost auf 50% Boost oder sowas. Okay, wäre zu viel. Aber hier, auch mit LRs kann er aufgrund von Shattering the Limit halt ziemlich gut linken. Meiner Meinung nach mehr als verdient Platz 3, wenn nicht vielleicht sogar höher angesiedelt, weil Platz 2 ist gleich eine Karte, wo ich mir gedacht habe, hätte auch Platz 3 sein können und die hätten getauscht sein können, das werdet ihr gleich sehen. Und zwar, Platz 2 belegt der gerade auf Global, naja, was heißt gerade auf Global, vor kurzem erschienen, eine Tech Vegito Blue. Die quasi coolere Version von LR Vegito, wie einige meinen, aber meiner Meinung nach nicht wirklich.
Sandy Daske ist dem vom LR Vegito jedoch meiner Meinung nach stark voraus, auch wenn er eine kleine Einschränkung hat. Trotzdem müssen wir nicht überreden. Super Key plus 3 und alles plus 120%, wenn ihr halt jeden Typen im Team habt. Das ist nicht wirklich schwer, das ist ein toller Leader Skill. Dementsprechend ist er schon mal überlegen. Seine Ulti raised die Attack und Defense und macht immensen Damage. Übrigens, raised Attack und Defense. Kaioken-Mechanik. Auch ziemlich gut. Mit einer der Hauptgründe, warum er davor ist. Und die Passive. Great Chance, zwei Additional Attacks rauszuhauen, wovon jede nochmal eine Medium Chance hat, eine Super Attack zu werden. Und, natürlich ist das nicht genug, Attack plus 15% mit jeder Attacke, die ihr ausführt, bis zu 150% stackbar. Okay, wow. Wir haben eine Karte, die insgesamt ein Potenzial von 150% erreichen kann, jedoch keine Konter eingebaut hat, also auch, unterschätzt sie nicht. Mit dem Konter können sie auch auf dieses Damage-Potenzial meistens kommen, in vielen Situationen. Also. Er kann also auf einen Attack plus 150% kommen, was ihn schon mal um die 2 Millionen Damage ermöglicht. Er ist einfach ziemlich gut abgerundet. Es heißt halt, dass er mehr Attack bekommt, je mehr Attacken er macht. Und allgemein schon zwei Attacken sind quasi eingebaut, also Great Chains ist. Zwei Attacken hat er quasi safe, nein, drei Attacken hat er quasi safe, die normale und die zwei Additionals. Heißt, pro Turn kriegt er schon mal 45% Boost, könnte man sagen. Und dann auch noch die Chance, dass es eine Ulti wird. Wenn ihr euer Potenzial komplett erreicht habt, habt ihr gute Chancen, dass ihr zum Beispiel dreimal die Runde ultet und jeweils 2 Millionen Damage macht. Wenn ihr das getan habt, greift natürlich auch die Super Attack hier, diese Mechanik, dass ihr eure Attack und Defense raised, heißt, ihr werdet noch stärker in Zukunft, selbst wenn die Passive schon voll ist auf 150%. Es ist eine Karte, die sich so verdammt hoch steigern kann und sie wird als manchmal schlecht angesehen, weil sie nicht mehr kontern kann im Gegensatz zu seinem Vorgänger, aber Quatsch, er braucht den Konter nicht mehr. Ja, er steckt nicht so gut ein wie die anderen Karten, die wir bis jetzt haben. Er ist mit der schwächsten Defense, muss man sagen, auch wenn er hier etwas Schönes eingebaut hat. Aber erst mit der mit dem höchsten Damage-Potenzial, wenn es denn halt mal gut läuft. Ist, glaube ich, ein sehr verdienter Platz Nummer 2, muss man sagen. Ich meine, er kann sich bis 150% so steigern, er hat sehr gute Chancen auf noch fucking mehr Attacks, als man sich träumen lassen kann. Und er hat noch die schöne Super-Attack-Mechanik mit der Raise Attack und Defense. Toll, oder? Findet ihr nicht? Ich schon. Jedoch ist auch er leider kein Gegner für unseren heutigen Platz Nummer 1. Und zwar, ihr könnt es euch denken, wer würde es wohl sein, wenn er bis jetzt die ganze Zeit gefehlt hat. Hahaha, Platz Nummer 1 geht an, bei weitem, geht mit großem Vorsprung an, LR Super Saiyajin Vegito INT. Ja, ist bis jetzt nur auf JP draußen, aber ist mit die krankeste Karte im Spiel und auch auf jeden Fall der krankeste, was Vegito-Karten angeht. Sein Leader-Skill ist Portara Kategorie plus 3, HP, Attack und Defense. Ne, HP und Attack plus 170%, Defense plus 130%. Ich glaube, über die Prozente müssen wir nicht mehr reden, das ist eine Menge. Oder halt, er gibt INT, Key plus 3, HP, Attack, Defense 90%. Zwei Leader-Skills, die beide verdammt gut sind. Auch der INT ist nämlich noch brauchbar. Seine Ultis, er hat natürlich zwei, weil er eine LR-Karte ist. Einmal hat er die Kamehameha und Big Bang Attack mit. Naja, sie macht Colossal Damage, mehr nicht. Aber die zweite, Raise the Attack für einen Turn und macht mega kolossalen Damage. Das mit dem Raise Attack ist allgemein so eine Sache, die Vegito-Karten haben, wie es aussieht. Irgendeine Form von Attack Raise hat jede Karte eingebaut und es ist einfach nice. Seine Passive beträgt Attack und Defense plus 120% at Start of Turn und Key plus 2 jedes Mal, wenn ihr einen Rainbow Key einsammelt. Das ging bis jetzt nur einfach okay, aber wenn ihr unter 50% eures Lebens droppt und schon ungefähr 6 Turns, glaube ich, im Kampf seid, ja genau, 6 Turns im Kampf und unter 50% droppen, dann geschieht folgendes, ihr werdet nämlich dann erst zu Vegito, davor ist es Goku und Vegeta. Und dann werdet ihr zu INT Super Vegito. Der Leader Skill bleibt natürlich gleich, genau wie die Ult quasi. Die erste macht weiterhin kolossalen Damage. Die zweite raised nicht mehr nur eure Attack Rate, die für einen Turn, sondern hat die Vegito-Mechanik von vorhin. 30% für alle Charaktere, die nach ihm angreifen. Und das wohl interessanteste, was sich bei ihm geändert hat, ist seine Passive. Einmal Recover All HP Once Only, heißt, ihr werdet einmal vollgeklatscht wieder, nachdem ihr unter 50% gedroppt seid. Ziemlich fresh. Counter Normal Attacks with Tremendous Power weiterhin und einen Attack und Defense Boost von 150%. Des Weiteren 3 Key für jede Rainbow Keys, wer die einsammelt, aber naja, das ist jetzt. Jetzt denkt man sich natürlich auf den ersten Blick so, hey, er hat ja keine Damage Reduction Mechanik, warum, wie soll er denn kontern können, das ist doch voll kacke. Nein, wer das denkt, ist einfach dumm, jetzt mal ehrlich, weil er hat allgemein schon ziemlich stabile Stats hier, wie man sehen kann, und dann 150% auf sowohl Attack und Defense. Ihr werdet absolut keinen Schaden nehmen können und ihr werdet absolut zerstören. Ich habe euch ja schon gesagt, dass der LR Vegito STR mit seinen 80% auf eine ziemlich hohe Defense kommt, von manchmal bis zu 80.000. Jetzt überlegt mal, was der hier kann in Rainbow als Nicht-Free-to-Play-Char mit 150% anstatt 80. Das ist quasi das Doppelte und es ist mit die beste Karte in beiden Spielen. Wurde auch schon mehrmals erwiesen. Er hat
so verdammt viel Potenzial. Er hat einen 150% Attack Boost, er kann mega gut einstecken. Und als ob der Damage, den er so macht, noch nicht genug wäre, heilt er euch auch noch, kommt easy auf die Ulti und kann auch noch Attacken vom Gegner kontern. Jetzt überlegt mal, wie schön so ein Konter aussieht, wenn euer Char an sich schon mal einen 150% Attack Boost genossen hat. Das tut weh. Das tut ordentlich weh. Mit bei weitem der stärkste der Chars in dieser Liste und im Spiel. Unangefochten. Das war's mit einem weiteren Top-Video. Heute Top 5 Vegito-Karten. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich wirklich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und auch ein Abo, falls ihr neu seid. Weil ich habe mitbekommen, ja, meine Videos, sie interessieren euch, aber ein Großteil von euch hat noch nicht mal abonniert. Also, gönnt euch. Müsst ihr nicht machen, aber wäre natürlich eine super nice Sache. Und wenn ihr schon dabei seid, dürft ihr auch gleich die Glocke aktivieren, weil sonst ist das Abo meistens so, naja, die Abo-Box entscheidet, ob ihr euch das sehen lässt, was ich hochlade. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was eure Top 5 Vegito-Karten sind. Beziehungsweise, ich nehme an, das wird sich nichts ändern da. Aber falls doch, schreibt es mir gerne. Oder schreibt mir am besten einfach mal, wie eure Reihenfolge aussieht bei den Vegito-Karten. Weil ich glaube, dass die meisten genau diese Liste haben werden. Aber vielleicht in leicht abgeänderter Version. Würde mich interessieren, was euer Favorit ist. Es muss jetzt auch nicht nach den krankesten Skills gehen. Ihr könnt auch gerne eine Favoritenliste machen. Heißt, ey, LR Vegito Blue fand ich am coolsten. Dann ist das euer Platz 1. Verstehe ich. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren mal da lassen, eure Meinung dazu. Ansonsten war es das mit dem heutigen Dokkan Battle Video. Wir sehen uns morgen bei einem neuen wieder. Bis dahin, haut rein. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tschernobyl und ciao.